Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Ich habe schnell zwischendurch noch ein paar Pralinen gemacht, und zwar Tonkabohnenpralinen. Habe ich durch Zufall in der Apotheke Tonkabohnen bekommen. Es war wirklich zufällig, die lagen in der Auslage rum und die habe ich gesehen, da denke ich, das probierst du mal aus mit Pralinen. Weil das Rezept hatte ich schon etwas länger und da wird einfach eine Ganache rausgemacht aus diesen Tonkabohnen und dann werden die gefüllt. Bei mir in Herzform, weil ich so eine Herzform habe und deswegen sehen sie so aus. Sie sind super lecker, wirklich. Probieren. Toll. Ich kann den Geschmack gar nicht beschreiben. Das ist wirklich ein ganz eigener Geschmack von der Tonkabohne. Und das müsst ihr ausprobieren. Lecker. Genaue Rezept bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen und die Adresse blende ich euch am Ende vom Video ein. Wird aber auch hier unten bei YouTube in der Infobox verlinkt. Jetzt schnell zum Video, da könnt ihr sehen, wie ich sie gemacht habe. So, um unsere Pralinen zu machen, brauchen wir natürlich eine Form. Ich nehme diese stabilen aus Polycarbonat. Ich habe auch nur diese eine in Herzform, aber die ist um Klassen besser. Für unsere Ganache brauchen wir fein gehackte Vollmilchkuvertüre, Sahne, natürlich die Tonkabohnen und ein klein wenig Butter. Um den Hohlkörper zu füllen, habe ich schon Vollmilchkuvertüre temperiert. Wie das genau geht, könnt ihr in meinem anderen Video, das 1x1 der Schokolade, sehen. Ich werde nun die Form komplett damit ausgießen und dann stürzen. Das geht bei mir ganz gut, durch die Granitarbeitsplatte ist es kein Problem. Wer das nicht hat oder die Möglichkeit so nicht hat, der kann natürlich auch mit einer Silikonunterlage oder ähnlichem arbeiten. Aber ich finde, wenn man das einfach nur umkippt und dann hinterher die Schokolade wegnimmt, ist es einfacher, als wenn man dann eine riesen Schüssel noch hat und ähnliches. Also so finde ich es wesentlich einfacher. Ja, zur Form sei noch zu sagen, die Silikonformen sind okay, aber bringen natürlich nicht so ein Top-Ergebnis, dass die Praline richtig glänzt und ähnliches. Also das ist mit denen hier mit Sicherheit besser. Sobald die überschüssige Schokolade alles ausgelaufen ist, wende ich die Form und nehme meinen Abstreifer und streife alles nochmal glatt, sodass dass die Oberfläche schön glatt ist. Danach muss der Hohlkörper natürlich auskühlen. Ich mache es nicht im Kühlschrank, sondern so. Dann dauert es etwas länger, aber man kann es natürlich auch im Kühlschrank geben, dann geht es um einiges schneller. In der Zwischenzeit mache ich schon mal die Tonkabohnen-Ganache. Wir sehen uns sofort wieder. Ja, die Zutaten habe ich euch ja schon vorgestellt und jetzt ganz einfach die Sahne in einen kleinen Topf geben, einmal aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen und dann geben wir die Tonkabohne dazu, zeige ich euch aber sofort. Ja, nachdem die Sahne richtig aufgekocht hat, reiben wir Tonkabohne in die Sahne. Und zwar etwa eine Messerspitze voll, nicht mehr. Das soll nicht so viel rein, das ist nicht gesund, aber es soll natürlich alles aromatisieren. Also ungefähr eine Messerspitze Tonkabohne in die Sahne rein. Danach die Vollmilchkuvertüre und die Butter und alles zu einer homogenen Masse zusammenrühren. Hier haben sich alle Zutaten miteinander verbunden. Stellen wir es beiseite, bis dass die Hohlkörper fest sind und wir sie befüllen können. Aber nicht in den Kühlschrank stellen, es darf nicht hart und fest werden, sondern wir müssen ja noch den Hohlkörper damit füllen. Es soll nur etwas abkühlen. Ich gebe es dafür wieder in diese kleine Schüssel rein, da der Topf ja noch sehr warm ist und in der Schüssel kühlt es halt ein wenig schneller aus. Ja, ihr seht, die Hohlkörper sind schön fest geworden und die Ganache ist ein wenig angedickt und ausgekühlt vor allem. Ich
Ich gebe es jetzt in Spritzbeuteln, in Einwegspritzbeutel mache ich das. Und den schneide ich unten ganz, ganz, ganz fein auf. Und damit befülle ich die Hohlkörper ja etwa für 2/3. Also es muss oben noch so 2 mm Luft sein, damit hinterher noch der Deckel drauf kommt. Und dann lasse ich es über Nacht stehen, damit alles gut fest werden kann. Ja, ich habe die Pralinen über Nacht schön fest werden lassen. Jetzt können wir sie schließen. Dafür habe ich die Kuvertüre wieder temperiert. Wie gesagt, das könnt ihr in einem anderen Video bei mir sehen, das 1x1 der Schokolade. Also ich gebe jetzt die geschmolzene und temperierte Vollmilchkuvertüre wieder über die Öffnung. Danach mit einer Teigkarte, so wie bei mir, oder mit einem Spachtel die überschüssige Schokolade abstreifen und dann wieder fest werden lassen. Danach ausschlagen und die Pralinen sind fertig. Wie gesagt, ihr könnt es auch im Kühlschrank machen. Ich lasse es so fest werden. Dadurch bekommen sie eigentlich einen besseren Glanz. Ist meine Meinung, aber manchmal, also wenn ihr bessere Erfahrungen oder einfache Erfahrungen mit dem Kühlschrank gemacht habt, könnt ihr sie natürlich auch in den Kühlschrank geben. Gut verteilen, dann abstreifen und fest werden lassen. Ja toll, während des Ausschlagens habe ich natürlich vergessen, die Kamera einzuschalten. Also ich lege mir Küchenpapier unten hin, dann nehme ich die Form umgedreht und schlage 2-3 Mal kräftig drauf. Dann fallen die Pralinen normalerweise so raus. Und ihr seht, sie glänzen wunderbar, also die Schokolade oder die Kuvertüre wurde richtig temperiert. Das ist natürlich ganz wichtig. Und dann lösen sie sich auch einfach aus der Form. Ihr könnt auch sehen, ich habe hier jetzt mal eine aufgeschnitten mit Füllung. Ganz toll. Und die schmecken Bombe, wirklich. Das hat so einen ganz eigenen Geschmack, diese Tonkabohne. Ich kann das nicht beschreiben. Es lohnt sich wirklich aber mal nachzumachen, weil es ist komplett anders wie das, was man sonst kennt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das genaue Rezept und Zutatenliste bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen. Und die Adresse blende ich euch jetzt sofort am Ende vom Video ein, wird aber auch unten in der Infobox bei YouTube verlinkt. Ja, da bleibt mir einfach nur noch zu sagen, macht's mal nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.